Anschluss an das Spiel. VfL Gummersbach gegen den HSV Hamburg 29:33. Der Endstand nach einer Pausenführung für den VfL von 15:14. Zu meiner Linken der Gästetrainer Martin Schwalb. An ihn geht die erste Frage. Ihr habt in der vierten Minute 5-1 hinten gelegen, dann seid ihr wieder ins Spiel gekommen. Was habt ihr besser gemacht dann nachher? Ja, zunächst mal guten Abend. Wir haben uns eigentlich im Vorfeld auf diese Partie, auf einen großen Kampf eingestellt. Wir haben gewusst, dass der VfL eine sehr flexible Mannschaft hat und dass er wirklich in allen Bereichen gute Spieler hat. Wir haben es die Jungs leider nicht ganz mitbekommen, denn in den ersten 15 Minuten haben wir keine gute Leistung gezeigt, sodass der VfL wirklich hervorragend ins Spiel kam und wir jetzt Probleme hatten. Danach haben wir die Abwehr umgestellt von 6-0 auf 3-2-1 und haben damit einige Ballgewinne gehabt. Und die haben wir zu Gegenspielen genutzt, sodass wir relativ schnell wieder im Spiel waren. Das war heute, glaube ich, auch unser Glück. Und in der zweiten Halbzeit hat die Abwehr sehr gut gearbeitet, wir haben gut gekämpft und haben uns über diesen Kampf diese 2 Punkte verdient. Vielen Dank. Ja, sie hat an dich die umgekehrte Frage. Ihr seid ziemlich schnell in Front gegangen, dann hat die Mannschaft etwas den Faden verloren. Liegt es einfach daran, dass der HSV auch individuell einfach sehr, sehr starke Spieler auf dem Feld hat? Zuerst schönen Abend an alle. Und Dankeschön für die gute Unterstützung. Ich würde sagen so, ich glaube, alle haben gesehen, wir haben dieses Spiel einfach sehr ernst genommen. Wir haben von uns alles gegeben. Wir haben einfach auch gut vorbereitet dieses Spiel und kämpferisch einfach. Wir haben gezeigt, speziell am Anfang, einfach dann, wir wollen einfach dieses Spiel gewinnen. Nun einfach hat geholfen, wenig anderes. Ne? Ich würde sagen, wir haben sehr einfach diese Vorsprung gelassen. Dann mit Umstellung in 3-2-1 Verteidigung einfach. Wir haben ein paar Bälle verloren, wir haben ein paar Schutz vom Rückraum versucht und so. Und sehr schnell einfach Hamburg ist gekommen und unentschieden und einfach okay, glücklich führen wir ein Tor. Das war zu wenig, haben wir gesehen. Einfach hat uns Substanz etwas gefällt. Ne? Hamburg ist eine sehr gute Mannschaft, erfahrene Mannschaft. Ich würde sagen, wir sind hier gekommen, einfach unwahrscheinlich auch motiviert. Und, die wissen ganz genau, dann zweimal, die haben etwas verpasst und die sind wieder einfach in Position, wo die müssen gewinnen und die möchten gewinnen mit allen Mitteln. Ich habe gesehen, für diese Ausstellung von Europa Cup in Brescia und jetzt einfach zwei wieder neue Flieger und einfach eine unwahrscheinlich kämpferische Ausstellung. Und dort gibt es Qualität auch. Ne? Ich glaube, dass sie haben wirklich über diese kämpferische Leistung mit zweiter Halbzeit einfach gezeigt, bessere Gesicht. Ne? Wir haben einfach weniger Substanz verloren und war fertig. Ich komme wieder dazu, dass wir haben sehr, sehr einfach bei dieser Umstellung von 6-0 in 3-2-1 in erster Halbzeit erlaubt, einfach dann HSV kommt wieder in Spiel und einfach dort war eine Möglichkeit. Ich kann nur meine Spieler gratulieren, weil die haben geboten einfach eine bis letzte ohne Kalkulation und so einfach eine starke Leistung, physische und kämpferische und einfach das ist unsere Realität. Ne?